Eine traumhafte Abendstimmung im Hafen von Venedig. Und ich habe gerade auf der Atania eingecheckt. Ehoi möchte Ihnen heute mal ein klassisches deutschsprachiges Kreuzfahrtprodukt vorstellen vom Veranstalter Phoenix Reisen. Die Atania ist eher überschaubar von der Größe mit maximal 1200 Passagieren und wurde bereits 1984 gebaut, aber im Jahr 2012 komplett renoviert. Und ich habe das Gefühl, mein erster Eindruck wird mich nicht trügen. Das ist, glaube ich, ein klasse Kreuzfahrtprodukt. Wie wär's mit einer wohltuenden Massage im Spa-Bereich? Oder etwas Fitness auf dem Sonnendeck an der frischen Luft? Oder doch lieber einfach relaxen? Besonders gut gefallen hat mir das stufige Heck des Schiffes. Hier gibt es viele tolle, geschützte Sitz- und Liegeplätze und man kann in aller Ruhe bei einem Drink den Blick übers Meer schweifen lassen. Am Einschiffungstag gab es erst einmal eine leckere Bratwurst und ein frisch gezapftes Bier. An Bord der Atania gibt es zwei à la carte Restaurants, das Atania und das Vier Jahreszeiten und das Lido Buffet Restaurant, das ist auf Deck 8 oben. Dort können Sie beispielsweise auch draußen sitzen und zu allen Mahlzeiten sind Tischwein sowie Softdrinks bereits inklusive. Und Alleinreisende finden an Bord sicher schnell Anschluss. Es ist kurz vor 8, in den Restaurants brummt es jetzt so richtig und wir wollen mal sehen, was in der Küche los ist. Lido Buffet Restaurant lädt zum Frühstück unter freiem Himmel ein. In der Pacific Lounge kann man tagsüber zum Beispiel ein gutes Buch lesen und am Abend das Tanzbein schwingen. Oder Sie erleben in der Atania Show Lounge eine der mitreißenden Aufführungen. Ich bin wirklich sehr überrascht von der Atania. Ich hätte nicht gedacht, dass das Schiff so komfortabel und so gemütlich ist. Es ist eigentlich das ideale Schiff für den etwas älteren Gast, der ein kleineres Schiff sucht, einen persönlichen Service. Und ganz wichtig, es ist einfach ausgelegt auf ein deutschsprachiges Publikum.